Peace, Friends. Ihr habt es mit dem schon gesehen. Heute gibt es mal wieder endlich einen Brandcheck und ich habe mir einige Sachen von Seven Heavens, heißt die Marke, glaube ich, bestellt. Und ist wahrscheinlich vielen von euch schon ein Begriff, weil sie ja, glaube ich, bei vielen schon eher so bekannt dafür sind, dass sie einfach so ein billiger Abklatsch von diesen Peso Raws eigentlich sind. Ich bin gespannt, ob sie einfach wirklich Peso Raws wirklich in guter Qualität zu günstigen Preisen sind oder ob das Ganze doch vielleicht ein bisschen fishy ist. Wir werden uns das Ganze jetzt auf jeden Fall mal angucken und wie immer fangen wir natürlich beim Packaging an. Deswegen erstmal direkt zum Versand und da muss ich sagen, leider komplett reingeschissen. 29 Tage hat das Ganze gedauert, bis die beiden Pakete bei mir angekommen sind. Ich habe mir 2 Zip-Hoodies und 2 Hoodies bestellt. Aus irgendeinem Grund wurde ein Zip-Hoodie nochmal einzeln nachgeschickt. Deswegen insgesamt 29 Tage hat es gedauert, bis beide Pakete dann bei mir da waren. Die kamen in einem Abstand von 2 bis 3 Tagen. Also kein Riesenunterschied jetzt, weil irgendwie eine Sache nicht vorrätig war oder sonst irgendwas. Deswegen Versandzeit anscheinend sehr, sehr lang bei den Kollegen. Plus Packaging, normale Plastiktüten, Versandtüten, dann diese Klebefolien, kein Geschenk etc. dabei. Nichts irgendwie aus recyceltem Plastik oder sonst irgendwas. Deswegen schau mal vom Packaging-Wertung her jetzt die schlechteste, die ich bisher je geben musste. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass eine Brand bei allen Punkten mal so krass reinscheißt. Deswegen gibt es hier beim Packaging -1 von 5 Punkten. Dann machen wir aber auch mal weiter mit der Qualität und da habe ich wirklich sehr, sehr wenig zu meckern. Also hier haben wir wirklich gut verarbeitete Produkte. Alle Sachen sind aus 100% Baumwolle. Das finde ich schon mal sehr nice. Und auch ansonsten die Hardware etc. ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da hat man wenig zu meckern. Bei den Zip-Hoodies haben wir jetzt keine YKK-Zipper, aber auf jeden Fall stabile Zipper. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht das High-End-Level-Produkt, aber schon sehr, sehr nah dran. Von daher gebe ich hier bei der Qualität 4,5 von 5 Punkten. Und bei der Nachhaltigkeit sieht das Ganze allerdings wieder ein bisschen anders aus. Also das Gute ist schon mal, dass die Produkte in der Türkei produziert worden sind. Ja, das war es dann aber auch grundsätzlich. Wie gesagt, beim Packaging habe ich ja schon gesagt, haben wir alles komplett mit Plastik. Überhaupt nichts wirklich nachhaltig. Natürlich 100% Baumwolle, das ist auch ein guter Punkt. Keine Mischfasern etc. hier eingesetzt. Allerdings war es das auch. Wir haben natürlich keinen Einsatz von Organic Cotton oder eine God-Zertifizierung etc. Und was man auch bedenken muss, vor allem bei den extrem günstigen Preisen und dem Produktionsstandort von der Türkei, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass hier einfach billige Baumwolle aus China importiert wird in die Türkei und das dann hier in die Produkte fließt. Also ist die Chance leider bei der Preispolitik relativ hoch, weil sonst ja ist es schwierig, da so eine Marge zu erzeugen. Deswegen da auf jeden Fall auch noch mal dran denken. Eventuell kann es sein, ich will jetzt hier nichts unterstellen, aber dass hier natürlich die Baumwolle von den ganzen Uiguren mit reinfließt. Deswegen da sollte man auf jeden Fall auch das vielleicht im Hinterkopf halten. Wenn man hier zugreift, kann das natürlich sein. Aber unabhängig davon gibt es hier bei der Nachhaltigkeit 1 von 5 Punkten. Dann machen wir weiter mit dem Design und da fange ich mal mit den Hoodies an. Hier einfach so ein Royal Blue, richtig knalliger Blauton und ich denke mal, ihr habt es wahrscheinlich ja sowieso schon gesehen. Wir haben hier eigentlich wirklich diese typische Peso Raws Kopie. Wir haben an der gleichen Position, also ich meine, es ist die gleiche Position. Wenn nicht, ob es jetzt rechts oder links ist, macht ja auch keinen Riesenunterschied. Einfach hier so ein kleines Metalldeck, wo Seven Heavens draufsteht. Sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben eine stabile Kapuze. Also die könnte ein bisschen größer natürlich noch sein, aber ist auf jeden Fall fein. Einfach eine normale, einfache Naht. Ansonsten wirklich sehr, sehr guten Boxy-Fit. Wir haben hier kein, kein Peaching oder sonst irgendwas, sondern wirklich unbehandelt außen. Das finde ich schon mal nicer als bei den Peso Raws, muss ich sagen. Innen drin allerdings komplett gebrushed, also hier so eine Art Fließmaterial innen drin. Leider kein French Terry Cotton. Man kann auch kein French Terry Cotton mehr hier durch erkennen. Also das wird wirklich komplett tot gebrushed, dass man hier nichts mehr erkennen kann. Und ja, ansonsten vom Fitting her, die Hoodies auf jeden Fall sehr nice. Da habe ich wenig zu meckern. Ich habe hier überall eine M genommen. Und was ich auch noch sehr, sehr lustig finde, ist einfach, dass es wirklich komplett nachgemacht wurde von den Peso Raws. Also hier wurde sich wirklich kaum eigene Gedanken gemacht. Wir haben selbst bei dem Etikett haben wir rechts noch wie bei den Raws vom 1:1 das gleiche Design, einfach hier Blanks eingefügt. Da blende ich euch natürlich noch mal ein paar B-Roll-Aufnahmen ein. Aber auf jeden Fall wirklich designthematisch sehr, sehr wenig Gedanken gemacht. Wahrscheinlich den Fit auch einfach von irgendeiner anderen Marke, die gut läuft, sehr, sehr abgemessen und kopiert. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also da wurde sich wirklich sehr wenig Mühe gemacht, jetzt irgendwie was Neues zu bringen, irgendwie ein bisschen noch ein paar andere Namen oder sonst irgendwas oder designtechnisch irgendwas anderes zu machen. Aber
natürlich, wenn das jetzt einem egal ist, es hat einen stabilen Boxy-Fit, hat auf jeden Fall eine gewisse Grammatur, ist jetzt nicht der schwerste Hoodie, aber auf jeden Fall ein stabiles Basic, also das muss man ehrlicherweise sagen. Und das gleiche natürlich auch 1:1 nochmal genauso in einem anderen Colorway, hier in einem Grünton, wirklich auch Fitting genau gleich. Ich habe jetzt auch keinen Unterschied irgendwie festgestellt, dass da vielleicht irgendwie unsauber gearbeitet wird und irgendwie die Längen etc. Breiten komplett unterschiedlich sind bei den gleichen Sizing. Von daher kann man da, denke ich mal, schon zugreifen, wenn man da jetzt wirklich immer auf die gleiche Size. Also da sind die schon auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Und ja, ansonsten natürlich hier, wie gesagt, genau alles gleich. Metallpatch, innen drin gebrushed, boxy fit und Farbton. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice gewählt hier, dieser Blauton und der Grünton. Also knallige Farben können die auf jeden Fall. Deswegen bei den Hoodies habe ich sehr, sehr wenig zu meckern. Dann machen wir auch mal direkt weiter mit den Zip-Hoodies. Und da ja, kommt natürlich ein Aspekt mehr dazu, und zwar der Zipper. Der hat auf jeden Fall auch eine sehr gute Qualität. Also da habe ich auch wenig zu meckern. Ist jetzt kein YKK-Zipper. Der hakt minimal vielleicht ab und zu so. Aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ding. Hat hier auch so einen Custom-Puller. Also jetzt nicht wie bei Peso jetzt noch mit so einer Custom-Form, sondern einfach nur vorne ein S reingestanzt. Und hinten ist das Ding komplett clean. Ansonsten aber fast identisch mit den normalen Hoodies. Wir haben hier wieder ein Metallpatch, innen drin komplett gebrushed. Allerdings vom Fitting her ein bisschen anders, weil es mir irgendwie so vorkommt, als wenn hier irgendwie ein bisschen anders gearbeitet wurde. Der weiße Hoodie, den ich hier habe, der ist relativ boxy, also da hat man immer noch diese Breite. Bei dem anderen Hoodie, der kommt mir aber so vor, als wenn der ein bisschen schmaler ausgefallen ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dann mit dem Farbton etc. zusammenhing oder ob da irgendwie unsauber gearbeitet wurde oder wie auch immer. Aber bei den Zip-Hoodies kommt es mir irgendwie so vor, als wenn die ein bisschen mehr voneinander abweichen. Deswegen, ja, da vielleicht dann mal drauf achten. Bloß vom Fitting her sagen mir die Zip-Hoodies irgendwie weniger zu als die Hoodies. Die finde ich vom Fit her deutlich, deutlich ansprechender irgendwie. Keine Ahnung, woran das jetzt genau liegt. Ob irgendwie durch den Zipper irgendwie der anders fällt, weil es jetzt auch nicht der dickste Stoff ist bei den Zip-Hoodies. Und dazu muss man auch sagen, dass die Kapuze bei den Zip-Hoodies auch deutlich, deutlich dünner ausfällt als bei den, ja, normalen Hoodies und generell der Stoff auch einfach irgendwie dünner ist. Also hier hat man auf jeden Fall mehr so einen hängenden Stoff und bei den Hoodies hat man mehr so diese Steifigkeit im Stoff drin. Also diese vom Fitting her deutlich, deutlich besser als die Zip-Hoodies, finde ich. Und vor allem hier der Babyblaue irgendwie, der ist mir irgendwie deutlich, deutlich zu schmal ausgefallen. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber irgendwie vom Fitting her auf jeden Fall nicht so wild die Zip-Hoodies. Preislich dementsprechend auch noch natürlich teurer, aber da komme ich gleich nochmal zu. Ja, ansonsten, was soll ich hier noch sagen, ist halt alles irgendwie gleich. Das heißt, kurz nochmal zusammengefasst, bei den Zip-Hoodies Fitting auf jeden Fall nicht so das Beste. Also da sind die Hoodies schon deutlich, deutlich stärker. Also da habe ich wenig zu bemängeln. Da kann man bedenkenlos allein vom Designaspekt zugreifen. Dazu muss man aber natürlich auch erwähnen, dass alles schon sehr, sehr hart von Peso kopiert worden ist. Ist jetzt die Frage, ob man sowas dann unterstützen will, weil hier wird wirklich sehr, sehr viel kopiert. Einerseits natürlich der Metalltag, da kann man sich natürlich drüber streiten. Aber auch dieses ganze Design vom Marketing etc. wurde einfach 1:1 irgendwie von Peso übernommen. Wenn man da wirklich direkt diese Verbindung zu Peso aufbaut und einfach hier sieht, okay, es sind quasi Peso-Artikel in günstig und ja, ob man sowas supporten will, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Dementsprechend das ganze Produktportfolio auch relativ basic gehalten, weil einfach die Sachen natürlich hier von den Basics kopiert worden ist. Designthematisch und so wird relativ wenig bei Seven Heavens aktuell noch gemacht. Also Hauptfokus sind, glaube ich, einfach wirklich günstige Basics, die die Peso-Zielgruppe erreichen sollen. Und von daher gibt es hier auch beim Design von mir 2,5 von 5 Punkten. Dann kommen wir auch zur Preis-Leistung. Da kostet ein Hoodie 35 Euro und ein Zip-Hoodie 45 Euro. Und natürlich Preis-Leistung auf jeden Fall top. Da hier auf jeden Fall schon mal 5 von 5 Punkten, weil günstiger so ein qualitativ hochwertiges Produkt wird man nirgendwo kriegen. Und selbst wenn da jetzt nochmal 10 Euro draufkommen würden auf den Hoodie, wäre das immer noch ein sehr, sehr stabiler, guter Preis. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber dennoch sollte man natürlich einmal noch nachdenken, weil um so ein Produkt wirklich für 35 Euro anbieten zu können, da müssen auf jeden Fall in der Produktionskette ein paar Sachen laufen, ja, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt so supporten möchte. Weil, wie gesagt, wir haben hier 100% Baumwollprodukte und die Baumwolle muss natürlich irgendwo herkommen. Und für den Preis ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, so ein Produkt anzufertigen, wenn da jetzt nicht irgendwelche Leute doch ein bisschen sehr krass auch ausgebeutet werden. Von daher hier von mir auf jeden Fall die Bitte, geht jetzt nicht mit dem Gedanken ran, yo, die Hoodies sind geil, ich kaufe mir jetzt einfach anstatt von der einen Marke einen Hoodie hier einfach zwei. Ja, das wäre jetzt nicht so der Sinn der Sache wahrscheinlich. Deswegen, falls ihr euch nicht leisten könnt, dann kann man da auf jeden Fall irgendwie zugreifen. Aber wenn man es sich doch irgendwie leisten kann, sich einen, ja, qualitativ hochwertigen Hoodie, der einigermaßen gut produziert wurde, für irgendwie 60, 70, 80 Euro zu holen, dann sollte man da vielleicht doch besser
besser zuschlagen. Und insgesamt jetzt noch mal kurz zusammengefasst, Gesamtrating sind wir bei 2,4 von 5 möglichen Punkten, was natürlich auch jetzt nicht gerade das Beste ist. Aber wie gesagt, versandthematisch mit Packaging etc. schlechtestes Rating von allen Marken, die es jemals hier auf meinem Kanal gab. Also da wurde komplett reingeschissen. Nachhaltigkeitsthematisch auch natürlich sehr, sehr wenig drauf geachtet, um diese günstigen Preise auf jeden Fall anbieten zu können. Und dazu ist es natürlich auch einfach eine komplette Copycat irgendwie von dem Peso Ross. Gesamte Design-Marketing-Sprache einfach 1:1 wirklich kopiert. Deswegen an sich glaube ich, die Marke hat Potenzial, wenn sie von den paar Sachen noch ein bisschen wegkommt, eventuell noch ein paar Sachen überdenkt, ein paar Sachen wirklich mal eigenständig macht und nicht so auf diese Copycat-Schiene geht und vielleicht auch mal im gesamten Bestellablauf irgendwie dafür sorgt, dass die Leute auch ja relativ zeitnah ihre Sachen bekommen, weil ja ein Monat ist auf jeden Fall eine viel, viel zu lange Versandzeit. Also das geht schon mal gar nicht. Und ja, ansonsten wirklich Hoodies kann ich euch empfehlen. Vom Fitting her, Quali, sehr, sehr nice. Natürlich nachhaltigkeitsthematisch und Menschenrechtssachen, die da im Hintergrund dann noch so ablaufen, ist jetzt wahrscheinlich nicht so das Beste. Deswegen habt das auf jeden Fall im Hintergrund. Ansonsten kann ich nur sagen, was ihr aber bedenkenlos auschecken könnt, sind auf jeden Fall diese beiden Videos hier. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace.